Heute erzähle ich euch, wie mich eine Vertragswerkstatt um über 6.000 Euro betrügen wollte. Wie alles begann. Wir sind bereit. Es geht zum Gardasee. Lars, Maurice und David gingen auf einen unvergesslichen Roadtrip. Alles, was sie im Kopf hatten, war Moped fahren. Doch was wie ein Abenteuer anfing, sollte auch wie eines zu Ende gehen. Der Tag, an dem wir zurück nach Deutschland fahren wollten. Der Transporter ist kaputt, wahrscheinlich die Antriebswelle gerissen. Die einzige Frage, die wir hatten, war, wie kommen wir zurück nach Deutschland mit unseren Motorrädern? Kurz darauf haben wir eine Instagram-Story veröffentlicht und gefragt, ob jemand verrückt genug ist, uns bis nach Deutschland mitzunehmen. So verzweifelt waren wir. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es haben sich zwei Jungs aus Österreich gemeldet, die zufällig auch mit ihren Motorrädern und einem Transporter am Gardasee waren. Ihr fahrt uns wirklich mit den Bikes nach Deutschland. Genau. Wir stehen hier mit unserem kaputten Transporter und den Motorrädern. Und der Van von den Jungs ist knapp 61 Kilometer entfernt in Riva del Garda. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet hat, dass wir all unser Gepäck auf den Motorrädern bis zu dem Van von den Jungs transportieren mussten. Von Riva del Garda ging es dann knapp 330 Kilometer, 4 Stunden lang bis nach Rosenheim. So, wir haben jetzt die Bikes hier eingeladen. Lars macht kurze Sitzprobe. Ja. Scheiße. Als wir dann in Rosenheim angekommen sind, haben wir uns ein Mietauto genommen und sind weiter 700 Kilometer bis nach Krefeld gefahren. In Krefeld angekommen, dachte ich eigentlich, dass ich einen Anruf von der Werkstatt bekomme und das Auto ganz entspannt in Italien abholen kann. Doch es kam ganz anders als erwartet. Der versuchte Betrug. Angeblich wurde das Auto gecheckt und festgestellt, dass das Getriebe kaputt ist. Der Preis allein für den Austausch beträgt 6.014 €. Außerdem fallen 35 Euro plus Steuer für das Parken des Fahrzeugs pro Tag an. Die wollen nur für das Getriebe allein 6.000 Euro haben. Sehe ich ja richtig, oder? Geist kam 50 Euro für den Stellplatz am Tag. Ich würde die verklagen und ein Video über die machen. Ja. Als ich diese Nachricht gelesen habe, war für mich klar, dass die Werkstatt mich komplett abzocken will und ich das Fahrzeug so schnell es geht auf eigene Faust nach Deutschland bekommen muss. Zum Glück haben sich ein paar Freunde, die gerade sowieso auf dem Weg zum Gardasee waren, bereit erklärt, mein Auto abzuholen. So, jetzt wird das Auto hier mal aufgeladen. Wir müssen schauen, dass wir da vorher nicht zu sehr auf Kante fahren. Aber das heute schon funktioniert. Die Wahrheit kommt ans Licht. Hallo. Hallo Niklas. Der Transporter ist repariert. Ja, also noch haben wir keine richtige Probefahrt gemacht, aber wir sind guter Dinge. Und es ist verrückt, denn wie teuer waren die Teile? 195, irgendwie sowas, glaube ich. Ich habe die Quittung gerade sogar parat. Wir können mal drauf schauen. Also wir haben gezahlt jetzt 218,65 Euro. Jetzt muss man natürlich wissen, was ist denn überhaupt kaputt gewesen? Weil eigentlich sollte ich ja 6.000 Euro zahlen. Fangen wir an. Guck mal, was hast du bei den Ersatzteilen? Die man eigentlich hätte feststellen können, wenn der Wagen auf einer Bühne gewesen wäre und direkt man merken können, okay, wir haben keinen Getriebeschaden, wir haben einen anderen Schaden. Nochmal fürs Protokoll. Das Getriebe wurde nicht geöffnet, wurde nicht gecheckt und trotzdem hat die Werkstatt behauptet, dass das Getriebe defekt ist und ausgetauscht werden muss. Also die haben ja eine Überprüfung durchgeführt, wofür die auch eine Rechnung herausgestellt haben von knapp 100 Euro, um zu sagen, dass das Getriebe kaputt wäre. Es macht halt einfach keinen Sinn. Weil man hätte direkt als erste Maßnahme das Öl ablassen können. Damit hätte man schon mal schnell feststellen können, haben wir Metallspäne oder Abrieb, irgendetwas im Öl drin, was bei mir jetzt nicht der Fall war, weil ich habe das Getriebeöl als erstes abgelassen, um halt das feststellen zu können. Also das wäre eine Maßnahme, die hätte die Werkstatt zuerst durchführen können, die nicht durchgeführt worden ist. Und dann war mir direkt klar, okay, es ist wirklich die Antriebswelle, weil diese Krankheit ist bekannt. Deswegen habe ich gesagt, okay, rechte Seite, Antriebswelle raus. Und dann war es halt direkt klar, dass nicht das Getriebe kaputt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist die Getriebewelle rechts. Und da kann man jetzt auch wirklich richtig sehen, dass hier die Verzahnung kaputt ist und deswegen fuhr das Auto auch nicht mehr. Also normalerweise sieht die Verzahnung so aus, wenn sie intakt ist. Das heißt, genau. Die kann auf der anderen Seite hier eben reingreifen. Und so sieht es eben jetzt hier bei dem defekten Teil aus. Alles ist rund und somit dreht das einfach nur durch und kann keine Kraft mehr übertragen. Genau. Hier ist Getriebe, sitzt im Differential und hier ist deine Antriebswelle drauf. Und ich habe gesagt, wenn du Pech hast, ist genau die Seite kaputt. Dann könnte wirklich Getriebeschaden vorliegen. Aber so ist die äußerliche Seite nur kaputt gewesen von dieser Steckwelle. Das hat 40 Euro gekostet. Original VW kostet natürlich 300 Euro, muss man einfach so sagen. Jetzt haben wir sehr gute Ersatzprodukte für gute 200 Euro gekauft und ich denke, damit wird das auch lange noch laufen. Das heißt, wir haben jetzt am Ende, wenn man das mal hochrechnet, knapp 5.800 Euro gespart. Hätte ich blind einfach vertraut und zugesagt, hätten die wahrscheinlich nicht mal das Getriebe getauscht, sondern eben nur das Gleiche, was wir jetzt auch gemacht haben, aber die hätten sich die Kohle schön in die Tasche stecken können. Wie viele Werkstätten
Leuten ziehen die Kunden wirklich über den Tisch, aus deiner Expertise? Viele denken, die machen Geld durch den Verkauf eines Autos. Da machen die am wenigsten Geld mit. Am meisten Geld machen sie wirklich mit Wartungen, Reparaturen. Entweder haben sie wirklich viele Kunden, die viele Defekte haben, oder meiner Hypothese nach könnte schon mal sein, dass was nicht kaputt ist, aber es trotzdem aufgeschrieben hat. Scheint zu funktionieren. Yes. Er läuft wieder. Gott, was hab ich ihn vermisst. Ja. Auch wenn ich noch keine Probefahrt gemacht habe, du bist ein geiler Typ. Also, was lernen wir da draus? Holt euch eine zweite Meinung. Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Freundeskreis, der sich mit Autos auskennt und euer Auto checkt, ohne dass er was daran verdient. So könnt ihr genau bestimmen, was kaputt ist und wie teuer das Ersatzteil ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch mehrere Werkstätten aufsuchen und so das Risiko verringern, dass ihr über den Tisch gezogen werdet. Denkt dran, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lasst euch nicht verarschen. Vielen Dank an Niklas, Daniel, Marvin und Kilian. Ohne euch würde der Transporter wahrscheinlich immer noch in Italien stehen und nicht laufen.